Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Baphomets Fluch der schlafende Drache. So, in der letzten Aufnahme haben wir erstmal sind wir mit Nico ins Theater rein und sind geschnappt worden. Und jetzt sind wir hier mit George und werden hoffentlich auch Nico retten. Und wir versuchen jetzt in das Gebäude reinzugehen. Ich befand mich in einem Antiquariat. Oder in einem Theater. Ich tippe auf Theater. Bloß einen Weg rausfinden. Da. Bücher über Beziehungen an den seltsamsten Orten auf der Suche nach Liebe. Ich nahm mir vor, mich für den Rest meines Lebens von Buchhandlungen fernzuhalten. Warum denn, Georgie? Bist du da an Nico erinnert? Was ist das hier noch? Noch mehr über Beziehungen? Bücher über Sex. Noch hat keiner George Stoppard nachsagen können, er sei zu alt, um etwas Neues zu lernen. Das Kama Sutra. Natürlich hatten die Leute damals mehr Gelenke als heute. Sex, die Mission eines Mannes. Tja, nur wenn man keine Frau findet. Probleme auf der Matratze? Ah, das gehört wohl zu den orthopädischen Fachbüchern. Okay, sehr schön, was wir hier so finden. Bücher über Sex. Okay, das hatten wir ja schon. Sind da hinten noch für Bücher? Bücher über Verschwörungstheorien. Die brauchst Auf dem doch. Etikett am unteren Regal stand Verschwörungen im Alltag. Die Schubladen ließen sich nicht öffnen. Sie waren fest verschlossen. Aufbrechen? So kam ich hier nicht weiter. Aufbrechen? Das war keine besonders gute Idee. Na gut, dann lass es halt. Ich fand die Idee gut. Bücher über Kryptozoologie, Pflege und Nahrung. Wer will schon einen Yeti als Haustier? Ich? Allein die Haarbällchen. Ich will einen Yeti. Bücher über Kryptozoologie, Pflege und Nahrung. Ja, okay, das hatten wir schon. Was finden wir hier noch? Bücher über Kryptozoologie, Pflege und Nahrung. Ja, das hatten wir ja auch schon. Ne, da waren wir schon. Dann gucken wir mal das Ganze vorne für mich stehen. Hier, Buch. Bücher über Okkultes und Übernatürliches. Opfergaben leicht gemacht. 101 Methode, eine Ziege zu schlachten. Das ideale Weihnachtsgeschenk. Ziege! Bücher über Okkultes und Übernatürliches. Okay, da war noch was gestanden. Die Schubladen ließen sich nicht öffnen. Schon wieder nicht. Dann gehen wir noch schnell auf die andere Seite. Da vorne waren wir. Da ist noch mal eins zum Öffnen. Der Aktenschrank war abgeschlossen und ich hatte keinen Schlüssel. Okay, also gibt's da nichts Interessantes. Was ist das? Das war ein merkwürdiges Regal. Geheimtüren und Tunnel, Bau und Wartung. Über diesem Regal war eine kleine Tafel. Diese Bücher wurden freundlicherweise vom Direktor des Alcatraz-Gefängnisses gestiftet. Können wir da vielleicht irgendwie schieben oder so? Das ist vielleicht... Das war ein merkwürdiges Regal. Geheimtüren und Tunnel, Bau und Wartung. Alcatraz. Ist das nicht das heißt nicht so das Spiel von Daedalic, das rauskommt? Cool. Aber rausfinden, was es genau für ein Gefängnis ist. So, jetzt mal hier rausgucken. Ja, da sind wir doch hergekommen. Georgie? Du ärgerst uns doch. Nur ein altes Regal. Nochmal raus. Dann haben wir hier ganz vorne eine. So. Verschlossen. Vielleicht gab es eine andere Möglichkeit. Dann haben wir noch ganz vorne eine Türe. Okay. Hier haben wir Kisten. Können wir da drauf klettern? Okay, wir können sie auf jeden Fall verschieben.
Ja, aber da hinten kommen wir gar nicht. Ich vermute ja, dass die Türe mit dem die seine Türe halt was damit zu tun hat. Okay, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir nehmen noch die Kiste hier. Schieben die mal da hinten. Ah, die Geheimtüren. Bücherregal. Das hat sicher noch irgendwie eine Bedeutung. Okay, jetzt geh mal da rum und schieb. Gut, dann andersrum. Ziehen. 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 Gut. Gut gemacht. Hoch mit uns. Nö. Da geht's nicht raus. Halt, was haben wir hier hinten noch? Nee, da ist auch nichts. So, wo geht's hier wieder raus? Ah, gut. Also ich vermute, wir müssen doch aus der Geheimtür raus. Wir noch rausfinden, wie. Vor dem Schalter stand ein Karton. Nein, jetzt haben wir diesen Karton da drüben weggeschoben und jetzt steht hier einer. Und wir haben ja noch einen hier. Ich glaube, da ist eine Geheimtüre oder sowas. Sieht zumindest verdächtig danach aus. Guck mal. Sieht aus, als wäre da was höher oder so. Sieh mal. Dann halt, ne? Nochmal zurück. Da ist aber doch was, Mann. Vor dem Schalter stand ein Karton. Ich will jetzt nicht den Schalter, ich will hier ziehen. Oder, warte mal, wir schieben das da nochmal darüber. Gut, George. Dann schieben wir das so rüber. So, jetzt bald ich, George. Hol dir die andere Kiste. So, dann nach vorne. Und nochmal und nochmal. Zieh schneller. Bist du lahm? So, vielleicht kann er nämlich nicht rückwärts ziehen, weil es nicht runterfällt. So, dann hoch mit dir. Dann nach hinten. Genau. Sieht man nicht auf den. Nein, das ist auf den Schalter klicken. Es war nur ein Lagerraum. Ah, das war nur ein Lichtschalter. Das hat mir so viel Mühe gegeben. Toll. Das hat es jetzt vollgebracht. Weil ich gedacht habe, ich komme nicht mehr raus. Aus mit uns. Okay. Gibt es hier irgendwie. Können wir da vielleicht. Na, die Bücher sind auch so verdächtig angeordnet. Oder sie haben einfach kein kleines. Das war ein merkwürdiges Regal. Geheimtüren und Tunnel, Bau und Wartung. Ja, das ist hier eine Geheimtüre dahinter. Das war das mit dem 6. Okay. Entweder klemmte die Tür oder sie war verschlossen. Haben wir irgendwas zum Aufbrechen? Nee, eine Unterhose. Da sind wir hergekommen. Nutzen wir auch mal den Lichtschalter. Nichts geschah. Lichtschalter putt. Oh,
Ich hoffte, etwas Nützliches zu finden, aber ich hatte Pech. Was haben wir gefunden? Gar nichts. In den Kartons war nichts. Hier muss es doch einen Weg nach draußen geben. Okay, haben wir da noch was? Nö, das sind auch nur die Bücher. Da sind wir hergekommen. Ich spring runter. Vielleicht hat ja unser Freund eine Idee. Freund, komm mal hier. Da drin war nämlich nichts. So. Bruno? Bruno, haben Sie einen Augenblick Zeit? Ja, sogar viele Augenblicke, George. Okay. Hier gibt es nichts außer einer Menge verstaubter alter Bücher. Ich verspreche Ihnen, George, es ist hier drin. Glauben Sie mir. Ich musste es nochmal versuchen und sei es nur, um mir Bruno vom Leib zu halten. Na toll, das hat uns jetzt sehr viel gebracht, George. Hätten wir auch drin bleiben können. Also ich vermute, es ist der Hintergang zum Theater. Ja, das hatten wir ja schon. Hoch mit dir. Da noch rein mit uns. Hier ist nur die Tür rein. Hier ist auch nichts. Hier ist nichts. Hier ist es. Drück. Hier ist auch nichts. Mal gucken da rein. Guck nochmal da rein, George. Irgendwo muss es eine Lösung geben. Tiefe Kratzer hatten den Boden verunstaltet. Wir ziehen doch nochmal das weg. Sind schon irgendwelche Kratzer? Nein. Okay, das macht er nicht, weil da nichts dahinter ist. Dann sieh mal bitte. Toll. Dann zieh nochmal. Dann geh nach da vorne. So. Gut, dann nehme ich jetzt nochmal das genauer an. Schau mir nochmal die Kratzer an. Komm. Eine Falltür war in den Boden eingelassen. Oder so. Ich hab gedacht, das wäre was zum Draufstellen. Da ist mal wieder typisch. Eine Leiter führte hinunter zu einem beleuchteten Gang. Es sah aus, als hätte Bruno recht gehabt. Gut, und in der nächsten Folge werden wir dann sehen, was uns in diesem Gang erwartet. Und tschüss.